Aristus' Werk ist gut. Ein reisender Philosoph. Eine Schande, was ihm passiert. Verflucht sei der König. Oh. Verflucht sei diese elende Stadt. Verflucht sei Eodorus. Der Blitz soll sie treffen. Wer bist du? Hat Eodorus dich beauftragt? Ich bin kein Freund von Eodorus. Er hat meinem Gatten Aristo nichts als Kummer bereitet. Der große Poet und Philosoph. Verhaftet. Eingesperrt, weil er schöne Dinge schrieb. Worte sind eine mächtige Waffe. Mein Liebster hat Jahre an seinem Meisterwerk geschrieben. Jahre! Eodorus stahl es ihm und gab die Arbeit meines Mannes als seine eigene aus. Und Aristo zog vor Gericht. Ein monatelanger Streit. Und am Ende wurde mein Mann geschlagen, lächerlich gemacht und in einen Käfig gesperrt. Das bedeutet Gerechtigkeit in Alexandria? Oh, mein armer Mann. Wenn du ihn befreien würdest, könnten mein Gatte und ich aus der Stadt fliehen und mit dieser Tortur abschließen. Wenn du ihn befreist, ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Bitte, bring mir meinen Aristo zurück. Hey, was? Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Idiotin! Erlaub mir nur die Knospen! Idiotin! Mir denn? Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanus, ein Beschützer. Sag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da ist nicht! Der da stinkt wie die Pest! Pass auf! Nimm dich in Acht, sein Haar! Er hat Läuse! Läuse! Gemeinsam! Lenk die Gegner ab! Bewegung! Verschaffst du mir Zeit! Ich muss weiter! Oh. Lass dir die Eingeweide raus! Ich hab das Ziel in Sicht! Bewegung, los! Oh.
Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flakos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig. Ich bitte dich. Deine Frau sagte, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Beste. Bitte, wir müssen aus der Stadt verschwinden. Wir müssen fliehen. Die verdammten Wachen werden mich finden. Ägypten ist kein Ort für einen Philosophen. Meine Frau, den Göttern sei Dank! Wir sind da! Dass du frei bist. Ihr müsst gehen. Die Philaketai werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Den Göttern sei Dank. Ich habe seit vielen Monden keinen mehr von euch gesehen. Was bedrückt dich, Mütterchen? Mein Sohn, Tephibi. Er ist närrisch, läuft ständig davon. Er hält sich für einen großen Denker. Set, schütze ihn. Er war in der Nähe des Strandes auf der Suche nach einer Höhle. Er sollte schon längst zurück sein. Dann werde ich ihn für dich finden. Danke, Medjay. Thank you.
Hier ist die Stelle, an der Tifibi sein soll. Zerrissene Kleidung. Seltsam. Ich bring ihn später zurück. Hier ist die Stelle, an der Tifibi sein soll. Wow. Wow. Einige Ägypter kommen in die Tempel. Wo sind meine Brüder und Schwestern? Großer Serapis, bist du so barmherzig wie Amun? Willkommen, Bruder. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles nubisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester.
Magi, mein Trommler ist im Kibotos-Arsenal in der Nähe der Bibliothek. Serapis sei mit dir. Und mit euch, Priester. Papa, bewirn! Gib den Weg frei! Elende Mist! Vorsichtig sein. Großer! Ich komme im Auftrag des Priesters, Trommler. Dann hol mich hier raus, Magi! Ich bring dich um! Leg das weg! Sofort! Zu
knapp. Hey, bist du lebensmüde? Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Hilfe! Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Du bist sehr fröhlich für jemanden, der nicht laufen kann. Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt in Gerber teuer zu stehen. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. Was meinst du, was ich tun könnte? Die wahren Diebe finden natürlich. Bring das Feld zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg. Und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld. Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los, hol das Fell. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Dann werde ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen rein. Aus dem Weg! Whoa.
Seht nur, der Kerl trägt ein Magi-Abzeichen. Was tot ist, sollte tot bleiben. Du hältst dich für stark? Dir werde ich's zeigen. Seht euch das schon. Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Der Mann ist ein Dieb! Friede, Theon. Er sagt, er hätte nichts gestohlen. Willst du Serapis Zorn auf dich ziehen? Nein. Ich verklag... Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung. Und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. Hoi, des Mesonus Afrosinis. Thank you.